Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zur Exosockte 7. vor, hier in der familienadäquaten Unterhaltung. Ja, und wen sehen wir da schönes Modizieren? Naja, unsere freundliche Nadja. Ja, die kann's und die lässt es auch nicht sein, ja. Gut, wir schauen mal los, was in der Familie heute so los ist. Ja, unsere Kitami da hinten ist ja noch ein bisschen an Logics machen. Und die ist so Logics, das glaubt man ja nicht. Sie darf gleich arbeiten gehen. Das heißt, wir schmeißen ihr mal die Logics weg. Und dann lassen wir sie mal losgehen. Und wir werden sie heute mal nicht begleiten. Erstaunlicherweise, das machen wir heute mal nicht. Wir lassen sie sozusagen heute mal den Job alleine erledigen. Was ist los? In 3 Minuten. Achso, das sind Minuten, nicht Sekunden. Ich habe die Sekunden jetzt gedacht. So, jetzt geht's los und jetzt werden wir gleich gefragt, ob wir mitwollen. Nein, wir wollen nicht mit. Sie darf den Job alleine machen. Und das gab Kohle. Guckt mal, Kohle-Counter läuft. Aber der Kohle-Counter läuft mittlerweile, naja, nicht mehr so gut. Das heißt, wir müssen definitiv auch wieder neue Bücher schreiben. Das heißt, wir schauen mal nach, wie es bei ihr aussieht. In 3 Tagen darf... was hat sie denn für ein Hautmuster? Was ist da los? Was ist das? Wird die zum Tier oder was ist hier los, ey? Alter Falter, was ist denn da für... Alban, wegen Krankheit, unkontrollierte Lachkrämpfe sind nicht sehr lange lustig, okay. Fantastisch gegessen, okay. Sie hat sogenannte Lachflash-Krankheit. Okay, kenne ich, habe ich manchmal auch. Oh, scheiße. Gut. Okay, was ist hier los? Maya ist bei der Arbeit, kriegt da einen Anruf. Soll sie auch da bekommen, mir ist es egal. Das heißt, wir gehen mit ihr hier hin und werden mal ein Buch schreiben. Und zwar nicht nur ein Buch, wir werden mal wieder ein bisschen mehr schreiben. Das heißt... Schreiben. Was schreiben wir für ein schönes Buch? Ein Genrebuch. Und zwar einmal ein Sachbuch. Genau, ein Sachbuch wollen wir mal machen. So, passt's. Gut, wie sieht's denn bei JD aus? JD hatte, glaube ich, in einen Tag Arbeit. Er müsste irgendwie mal einen Fall lösen. Kann er ja irgendwann mal machen. Aber wie sieht es mit seinen Bedürfnissen aus? Bedürfnisse sehen eigentlich ganz gut aus. Und ich denke mal, wir werden mit ihnen mal schwere Gerichte heben. Wir werden mal schwere Gewichte heben, an die Grenzen gehen. Wir wollen mal den Newton JD mal gut definieren. So, Nadja ist hier noch schön dabei. Ist in 5 Stunden da dabei, sozusagen arbeiten zu gehen. So, ein Sachbuch. Was haben wir da denn? Helden von SimCity. Nee, das will ich nicht machen. Helden von SimCity ist... Das ist mir zu klischeehaft. So, ein schönes Sachbuch. Was nehmen wir denn da? Die ersten... 800.000 Jahre des Weltalls. Und das ist ein Sachbuch, das ist logisch, das müssen wir hier wissen. Was würden wir schreiben? Was geschah in den ersten Momenten nach dem Knall, den keiner gehört hatte? So, da sollte man natürlich geschah, ich glaube ich mit 2 R, bin ich jetzt gerade doch, ja, geschah. Scheiße, Ego, deutsche Rechtschreibung. Wie sieht denn das aus? Nee, sieht doof aus. 1 lassen wir. So, im ersten Moment noch, den keiner gehört hatte. So, das gehen wir mal so raus, das Buch. Gut. Dann wollen wir mal kicken. I'm himself. Hat Spaß ohne Ende. Ein bisschen Hunger, ein bisschen Blase. Das heißt, wir werden mich mal kochen lassen. Was kochen wir denn schön? Das ist ja immer so die Frage. Was kocht man sowieso? Kennt ihr das im Real Life auch immer so die Frage? Was kocht man? Also es gibt ja immer so ein paar Standardrezepte, die macht man immer. Generell. Hm? Und dann hat man manchmal solche Tage,
wo man echt nicht weiter weiß. Da weiß man, ja, ich habe schon gegessen. Wir nehmen mal einen Camper einen Topf. Ich glaube, den hatte ich noch nicht gehabt. Zumindest kommt der mir gerade sehr unbekannt vor. Nehmen wir den mal. So, pass. Tim. Wir können ja mal Tim ein Grundsatzprogramm machen lassen. Andersrum. So. Hände. Zähne. Nochmal Hände nach der Zähne. Und dann lassen wir mal eine Kleinigkeit essen. Essen. Wir öffnen ihm mal den Kühlschrank und holen mal so ein Gericht hier. So, wie sieht's hier aus? In 4 Stunden. Gut, das heißt, da kann sie erstmal Ende machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Bedürfnisse. Die sind nämlich sehr wichtig. Das heißt, einmal Toilette, einmal Hände waschen, einmal Zähne putzen. Nach der Zähne nochmal die Hände. Dann geht's definitiv zum Richtung Hunger. Die darf was essen. Und zwar darf sie essen. Ihr geben wir hier mal den Joghurt, der da drinne steht. So. Dann kommt der nämlich auch mal weg. Und I am himself wird mal den hier weglegen. Wäre schön, dass ich mich da um verschiedene Sachen kümmern will, aber erstmal weglegen. So. Na? Okay. Mhm. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich werde langsam Dementos oder hier. So. Als erstes werde ich mal ein Gericht nehmen. Dann möchte ich gerne auch mal was loswerden. Und danach mit Badezusatz. Was nehmen wir denn Schönes? Wir nehmen mal ein Muskelentspannungsbad. Nee. Ein Milch-Honig-Hafermehlbad. Okay, nehmen wir mal das. Wir sind experimentell. Oh, guckt euch mal an, was hier los ist. Das müssen wir mal gucken. Also, folgendermaßen. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben ja immer echter Küchenchef, weil gekocht hat, war Koch ist dazu inspiriert, jedes Gericht zu einem Abenteuer für die Geschmacksnerven zu machen. Dann haben wir noch Schlemmer. Exos versteht es nicht nur den mechanischen Vorgang, sondern auch die Kunst, ein beeindruckendes Gericht auf den Tisch zu bringen. Wow. Dann habe ich noch schön dekoriert. Dekoration sorgen für eine schöne Umgebung. Dann erfrischt wegen Camping. Nichts ist so gut gegen Stress wie eine Auszeit in der freien Natur. Das ist noch 2 Tage. Gute Schwingungen, gute Sims lieben es, sich in den positiven Gefühlen anderer zu suhlen. Oh, Herr Missammer. Gute Wärmeverwaltung, weil verbesserten Herd verwendet. Mit dem Wärmesensor an diesem Ofen ist es ein Kinderspiel, das Essen auf der richtigen Temperatur zu halten. Ist ja Wahnsinn. Und dann nochmal selbstsicheres Dekor. Eine hübsche Umgebung kann einen Sim in eine gute Stimmung versetzen. Also ich muss mal sagen, mir scheint die Sonne aus den Ohren. Ja. Wow. Ist ja mal Hammer. Wenn ich manchmal so andere Let's Plays mal angucke, so vor allen Dingen etwas ältere, also so viele Leute spielen ja gar nicht mehr Sims 4. Werden ja immer weniger. Ist das schon sehr erstaunlich, was ich hier für teilweise für Werte bei den Charakteren habe. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Sie ist am Tippen. Sozialitäten könnten irgendwann mal ein bisschen höher. Hygiene könnte auch nochmal höher. Sie ist schon fast durch. Er ist am Training. Wie sieht's bei ihr aus? Du darfst in 3 Stunden gegessen. Hast du nicht wirklich, oder? Der Joghurt hat nicht erreicht, wa? Gut, das heißt, wir öffnen dir das Ding mal und du darfst dir nochmal richtig was reinziehen. Ist ja traurig. Ja? Und danach... Ja, eigentlich ist dann alles okay.
Du könntest dich ruhig auch mit denen hier mal ein bisschen unterhalten. Die Sozialitäten sind so weit unten. Ja? Da darfst du eigentlich mal nett sein. Wie sieht's denn bei den Berufstätigen aus? Hier zum Beispiel. So, Schreiben ist abgeschlossen. Das ist sehr schön. Der hat seine Fälle zu lösen. Und sie hat ihr Instrument gespielt. Das ist eigentlich auch alles. Und hier sind auch alles so viele Bonuswerte. Plus, 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 plus. An der arbeitet. Hier ist ein bisschen Plus. Okay, das ist ein bisschen weniger. So, Buch ist fertig. Das heißt, du darfst erstmal dein Buch verscheuern. An den Verlag verkaufen. Oh. Wow. Ich habe so viele Bücher. Okay, da haben wir das erste Buch weg. Dann das zweite Buch weg. Und dann noch ein drittes Buch weg. Ey, cool. Das ist auch mal schön. So, was haben wir denn noch für Werte? Hygiene. Also, Hygiene. Wir machen einmal Hygiene und du darfst mit... Nee, du nimmst sogar ein Schlammbad. Hey, hallo. Du darfst sogar ein Schlammbad nehmen. So, so sieht's dann aus, wenn ich hier in so ein komisches Zeug drinne bade. Da werde ich ziemlich grünemäßig. Guckt euch das mal an. Aber glücklich sieht das ein bisschen anders aus, wa? Aber sieht zumindest entspannt aus, wa? Weiß nicht. Gut. I am himself. Ich mach mal Outfit ändern. Ich gehe auf Partykleidung. Ah, yes. Oh. Also der Blick. Alter Falter, ey. Gut. Das heißt, wir werden hier mal an der Disco-Silly. Halt, wir gehen nicht an der Disco-Silly. Nee. Wir gehen an der Disco-Silly und tanzen hier mal. Oh, so viel zu dem Thema. Wir müssen sie erstmal reparieren. Oh Gott, ja, das... Das ist aber blöd gelaufen, ne? Das ist ja so blöd gelaufen. So, sie musiziert. Sie kommt hier mit runter. Oh, sie darf auch ein bisschen Hygiene machen, ne? Hyäne. Hat sie denn noch ein Bild, was sie verscheuern kann? Ja, hat sie. Das kann sie an den Sammler verkaufen. Dann macht sie Hyäne. Hände waschen, Zähne putzen. Und dann geht sie auch runter. Ja. Yeah. So, und wird hier mal tanzen. I am himself wird. Na, was los? Komm mal her. So. Das alles wegwerfen und dann wird er dann hier einschalten. Wir machen hier ein bisschen Plus und dann wird er hier auch tanzen. So, okay. Was ist denn da für eine Kopfbedeckung? Was ist denn da los? Hab ich hier den rosa Hut verpasst? Doch ja, glaube ich schon. Wow. Sie macht hier freiwillige Übungen. Aha. In 2 Tagen. Wow, was Maya Müller so macht, da wird mir manchmal schockiert, was sie freiwillig macht. Die macht's freiwillig. Oh, guckt euch mal die Hygiene an, was ist denn da los? Schmutzig. Der Schmutz nimmt langsam Überhand. Hä? Aber was ist denn da los? Jetzt geht's. Ach, das Schlammbad. Das ist es. Jetzt kommt das normale Wasser. Jetzt würdest du sagen, das Schlamm runtergewaschen. Stimmt, die hat ja Schlammbad gemacht oder so. Habe ich das in der Badewanne gemacht? Ich hab das doch in der. Ach, das ist kaputt. Okay. Sprich, da wurde sie dreckig und dort hat sie sich jetzt sauber gemacht. Okay. 2 Tage arbeiten. Okay, Sozialitäten sind runter. Und das heißt, sie geht mal hier runter und wird mal hier mittanzen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Der will Müll leeren. Okay, lassen wir ihn hier mal den Müll leeren. Und jetzt unterhalten sich da, das ist sehr schön. Wow, okay, passt. Ah, mal, sie kann doch auch mal andere Kleidung nehmen. Outfit ändern.
Sie macht mal Partykleidung. Machen wir hier mal Ende. Wow. Gut, dann. Was haben wir hier? Lautstärke ändern, Mittel ist an. Tanzen. So, okay. Und sie tanzt hier nackig rum. Echt geiles Kino. Sag mal, Outfit ändern, Party. Sie ist zwar ein bisschen anders, aber. Hui, jetzt geht's aber ab. Gut. Dann lassen wir sie mal tanzen. Machen wir den mal hier mal aus, sonst. Ausschalten. Und das lassen wir sie mal zu der Musik da tanzen. Yeah. Hui. Wie sieht's denn mit der Sozialitäten aus? Die waren auch ziemlich weit unten. Ja, 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 ich sehe das schon. Kann sie mal über Mode scherzen. Dann kann sie schmeicheln. Dann kann sie lustige Geschichte erzählen. Was hat sie denn noch? Eine Idee da machen. Anbrüllen? Nee. Strategie, bla bla, so machen. So, ich sauf wieder. Ich merk's schon. Ich bin nur noch am Saufen. Saufen, saufen, saufen. Das geht ja nicht mehr. Guckt euch das mal an. Das ist ja. Das ist ja die wahre Hölle hier. Also, wie ich hier am Saufen bin. Aber die Klamotten sehen schon cool aus. Kann man nicht großartig meckern. Gut. Ich wünsche euch jedenfalls für heute erstmal wieder einen recht schönen Tag. Bleibt soweitartig, lasst euch nicht ärgern und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, sehen wir uns morgen wieder. Also ciao, ciao und bye, bye.